Jahren, also seit 2008, haben Sie 3 Bücher veröffentlicht, die alle ein sehr großer Erfolg waren. Das erste heißt Die Sehnsucht der Atome und bekam gleich den Deutschen Krimipreis. Das zweite Buch, Der Assistent der Sterne, bekam den Preis als bestes Wissenschaftsbuch. Wenn man sich aber Ihre Vita anschaut, dann merkt man, dass Sie immer geschrieben haben über so ganz unterschiedliche Dinge. Also Sie haben angefangen mit Zeitungsartikeln und Reportagen und dann Kolumnen für die Weltwoche und sind dann eigentlich sehr spät erst zu dem gekommen, was auf dem Cover das Wort Roman hat. Haben Sie sich da bewusst also eher langsam angepirscht? Also war der Roman das Ziel oder haben immer unterschiedliche Formen zu unterschiedlichen Zeiten gepasst? Ja, eigentlich war der Roman immer das Ziel, aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass wir, ich meine, ich habe ja nicht nur mit Kolumnen begonnen, das allererste waren ja Badeentchen, die ich für einen Versandhauskatalog beschrieben habe, so als kleine Werbetexte. Und das war eine harte Schule des Schreibens, weil da kriegte man jeweils so morgens so verschiedene kleine Produkte auf den Tisch, so Armbändchen für Kinder oder eben Badeentchen oder Bürsten, wo man sich so hinten kratzen konnte. Und da musste man relativ viel drüber schreiben, weil die Leute wollten offenbar das lesen in dem Katalog. Damals gab es ja noch kein Internet. Und das war eine harte Schule, muss ich sagen. Man fängt ja dann an, vorher Freunden und so weiter zu erzählen. Man redet darüber, was man da so vorhat. Und die Reaktion war unisono: Du bist bekloppt, das geht nicht. Amerika ist halt ein Autoland. Es ist ja auch richtig, es ist ja ein Autoland, das stimmt ja. Und es geht da niemand zu Fuß und nicht mal in den Städten. Und wenn du das versuchst, wirst du kläglich scheitern. Du wirst als sonderbare Figur eine Weile durchgehen und irgendwann wird der nächstbeste Sheriff dich hops nehmen und dann war's das. Was ja auch passiert ist. Ja, also diese typische Geste am Sheriff-Auto stehen und auf Waffen durchsucht, das ist auch alles vorgekommen. Aber diese Sheriffs erwiesen sich als ganz nette Kerle und haben dann hinterher, also kam der Satz, fiel dann, I don't want to give you a hard time und steig ein und ich nehme dich ein Stück mit. Es gab eine harte Situation am Anfang. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die nicht nur ich gemacht habe. Es ist manchmal sehr, sehr viel leichter, in Amerika zu sein, als nach Amerika hineinzukommen. Und das ging mir genauso. An der Grenze wurde ich quasi aus dem Verkehr gezogen, einige Stunden lang und einer ziemlich üblen Prozedur unterworfen. Mit allem, was dazugehört, weiß nicht, 4-5 Mal Fingerabdrücke und mehrere Fotosessions und so weiter und scharfe Verhöre mit Anbrüllen und so weiter. Aber das ist wie im Märchen, wenn man sich durch diesen Hirsebrei erstmal durchgefressen hat, dann ist man drin und dann hört es einfach auf und man vergisst es dann auch schnell wieder. Ich begrüße Sie, die Sie zuhören. Und vor allen Dingen auf dem blauen Sofa Raphael Hortzohn. Ich sage eingangs 2-3 Daten über Raphael Hortzohn, den Autor des Weißen Buches, die ich für gesichert halte. Er ist 1970 geboren, in Hamburg geboren, er ist Möbelhändler und er ist Autor dieses Buches, das den Titel trägt, Das Weiße Buch. Das stimmt alles. Muss nicht notwendig was mit dem Weißen Album zu tun haben. Jedenfalls diese paar rohen Daten, die ich genannt habe, die können für gesichert gelten. Alles Weitere überlasse ich jetzt der folgenden halben Stunde. Denn wir sprechen über dieses Buch, das eine Art Autobiografie ist. Das heißt, wir erfahren jetzt mehr. Ein autobiografisches Sachbuch. Ein autobiografisches Sachbuch. Wie kommt man auf die Idee, im jugendlichen Alter von 40 eine Autobiografie zu schreiben? Ich habe die Ironie bemerkt. 40 ist natürlich sehr, sehr alt, ich weiß. Damit das hier kein Gespräch über das Altern wird und über das Altwerden und über das Altsein, ich fühle mich sehr alt. Ich fand es an der Zeit, jetzt meine. Wann ist für Sie eine Kriminalgeschichte interessant? Wenn sie nicht vorhersehbar ist. Also wenn ich überrascht werde, dann ist sie für mich interessant. Gehen Sie dann auch auf Tätersuche klar? Ja, natürlich, ja.
Und ich hasse es, wenn die Dramaturgie vorhersehbar ist. Also wenn zu schnell Spuren gelegt werden, die einen zum Ziel führen. Heidrun Hanno stammt aus Bautzen. Sie haben bei einer sorbischen Zeitung gearbeitet. Letzte Frage natürlich, können Sie sorbisch? Ein wenig noch, ja. Können Sie uns Ihren Namen und wo Sie herkommen auf Sorbisch mal erzählen, wie das geht? Also mein sorbischer Name heißt Heidrun Hanuschetz. Und geboren in Bautzen? In Budischin. Budischin ist der sorbische Name für Bautzen. Wie viele Menschen sprechen diese Sprache noch? Man sagt 60.000, da glaube ich nicht mehr wirklich dran. Also es dürften jetzt vielleicht noch 40.000 sein, denn die Assimilation, sagen wir mal das böse Wort, ja, die greift schon sehr um sich, und die Freiheit zu reisen hat für die Sorben auch bedeutet, dass viele ihre Heimat verlassen haben und damit auch ein bisschen die Sprache verloren geht. Von Sorben, von Bautzen ging es nach Dresden. Dort waren Sie viele Jahre lang Redakteurin bei einer Zeitung. Ja, da war ich von 1991 an 18 Jahre war ich Redakteurin bei den Dresdner Neuesten Nachrichten. Und irgendwann mal ist Ihnen so ein Kriminalfall in die Hände gekommen. Ihr Buch heißt Todesstrafe für die Selbstmörderin. Das ist ja erstmal ganz bizarr. Wie geht denn sowas, eine Todesstrafe für eine Selbstmörderin? Ja, also als ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe, das ist vielleicht vor 7 Jahren gewesen, da hatte ich auch nur 3-4 Zeilen gehört davon, also gelesen davon, und habe auch gedacht, es kann eigentlich nicht stimmen. Es erwies sich ja dann doch als real. Also Todesstrafe für die Selbstmörderin bedeutet, dass eine Frau mit ihrer Mutter, zwei Flüchtlinge haben einen Selbstmordpakt beschlossen in London 1941. Sie hatten Angst, dass die Nazis auch in London einfallen könnten. Und die Mutter ist gestorben, die Tochter überlebte. Und die Tochter ist daraufhin, nach einem alten englischen Gesetz, ist sie zum Tode verurteilt worden, wegen Mordes an ihrer Mutter. Man weiß, dass Wagner verliebt war, als er in den 1850ern in Zürich wohnte. Mathilde Wesendonck hieß die Frau, die er beeindrucken wollte. Eine Kaufmannstochter. Hübsch, ein wenig flatterhaft und mit einem wohlhabenden Mann namens Otto verheiratet. Dem Teilhaber einer New Yorker Seidenfabrik. Der Wagner und die Wesendonck. Der arme Künstler und die reiche Hausfrau. Das ist die älteste Geschichte der Welt. Das funktioniert fast immer. Doch Wagner stand in der Tradition der Romantik und war nach romantischer Art nicht nur in die Frau verliebt, sondern auch in die Idee, unglücklich verliebt zu sein. Also komponierte er den Tristan-Akkord, der als musikalischer Ausdruck eines quälenden Sehnens gilt. Zumal er ihn nicht nach klassischer Weise auflöst, sondern in einen weiteren dissonanten Akkord überführt. Hätte Wagner die Wesendonck wirklich haben wollen, wäre ihm für den Tristan ein anderer Anfang eingefallen. Etwas Selbstbewusst-Melodiöses wie Beethovens für Elisa. Etwas, das Laune macht und Lust auf mehr. Die Doppeldominante mit tief alterierter Quinte aber, mit der Wagner die Atonalität des 20. Jahrhunderts vorwegnahm, dürfte die attraktive Kaufmannsgattin verstört haben. Und es ist wenig wahrscheinlich, dass sie je mit dem Komponisten Sex gehabt hat. Obwohl die Wagnerianer immer noch nach Anhaltspunkten dafür suchen. Am Ende entschied sich die Wesendonck für ihren Mann. Und Wagner zog dissonanter Stimmung nach Venedig weiter. Atonalität und Liebesglück, das passt nicht zusammen. Sie haben es eben gehört, meine Damen und Herren. Sion ist unser nächster Gast hier auf dem blauen Sofa. Und er hat das Spartendenken in den Künsten schon früh überwunden. Lyrik, Musik, Performance verbunden. Er hat mit der Sängerin Björk zusammengearbeitet, mit dem Regisseur Lars von Trier. Ist ausgezeichneter Dramatiker und Romancier. Bitte begrüßen Sie mit mir den derzeitigen Gast des Berliner Künstlerprogramms, Sion aus Island. Sion, thanks for being here. Thank you very much. You are almost now familiar with the Berlin situation. So what is different
liked having a book published here or having a book published over in Iceland? Well, of course in Iceland I am in the position of being a rather large fish in a small pond. So I can expect certain reactions right away and things come quite easy there. Here, of course, you feel when you are published that there are so many other writers and so many other books being published at the same time that you learn a sort of humility, you know, a humbleness towards having a book published. And that is very good, I think. And it's a good for a small town boy from Iceland to spend some time in the big city. Yeah. Don't make you smaller than you are. Das Gleis in der Nacht, that's the German title of your last book that just came out this spring, and it's set in the 17th century. It seems to be quite a long way from a surrealist Dada punk performance group to a historic novel. Well, actually, what brought me to the subject of this book and brought me to the 17th century world of Iceland and the 17th century world of natural history and strange ideas about man and the world was surrealism. Because 20 years ago I read a short article about an Icelandic scholar and poet who had been living in those times, and it said that this man had been influenced by the writings of Paracelsus, the great doctor and natural theorists. And I knew the writings of Paracelsus through essays by André Breton, the founder of Surrealism. So I thought, if there was a man in those times who was interested in the same things as the Surrealists, maybe I can find something in common with him myself. So that's why I started exploring this. So I think this is a good example of how impossible it is to know into which direction literature moves and moves you.